Laut dem freien Journalisten und Autor Ken Jebsen kamen seit 1945 durch US-geführte Kriege weit über 20 Millionen Menschen ums Leben. Diese Tatsache sei einfach nicht bekannt, so Jebsen weiter. Sie sei gewissermaßen durch die US-Propagandamaschinerie medial unsichtbar gemacht worden. Die Technik der Massenmanipulation durch Massenmedien erlaube es Washington bis heute, sich vor der Weltöffentlichkeit als globaler Weltpolizist mit weißer Weste und als Friedensrichter aufzuspielen. In Wahrheit sei die US-Administration samt ihren Helfershelfern aber quasi der Sensenmann, der rund um die Uhr und rund um den Globus mit zerstörerischen Aktivitäten beschäftigt sei. Inzwischen werde dieses Geschäft mittels Drohnen sogar zunehmend automatisiert und weltweit, vorwiegend von deutschem Boden aus, entgegen jedem Völkerrecht durchgeführt. Gemäß Ken Jebsen weisen diese weitgehend unbekannten Fakten auf das eigentliche Bestreben der Massenmedien hin, nämlich die Vernebelung der Wahrheit im Interesse globaler Machtkartelle und gegen die Interessen der Völker. Hierzu ein Beispiel aus der New York Times. Der ehemalige amerikanische Kriegsberichterstatter Scott Anderson veröffentlichte am 14. August 2016 in einer Sonderausgabe der New York Times mehrere Berichte über die gebeutelte Kriegsregion des Nahen Ostens. Seiner Ansicht nach liege die Hauptursache für das dortige Chaos in der Aufspaltung der Länder in zahlreiche sich unversöhnlich gegenüberstehende Ethnien, Stämme und Familienclans. Er verschweigt dabei jedoch völlig, dass diese verschiedenen Gruppierungen zum Teil jahrhundertelang friedlich miteinander ausgekommen waren. Auch kein Wort darüber, weshalb und von wem die Aufspaltung der Nahostregion geostrategisch geplant und durchgesetzt wurde. Ebenso, dass erst nach den Interventionen der USA und ihrer Verbündeten Streit, Hass, gegenseitiges Abschlachten und Chaos zum Alltagsleben wurden. Beispiele hierfür sind Irak, Libyen, Somalia, Afghanistan und aktuell Syrien. Wieder besseren Wissens unterschlägt die New York Times durch irreführende Berichterstattung die wahren Verursacher des Elends im Nahen Osten und kürt diese sogar noch zu Problemlösern. So wird das eigentliche Interesse mächtiger US-Konzerne, nämlich am freien Zugang zu Öl- und Erdgasressourcen dieser Region, nicht einmal erwähnt. Damit machen sich die Herausgeber dieses Presseorgans am millionenfach verursachten menschlichen Leid in der Nahostregion mitschuldig. Zum Schluss noch ein Zitat der New Yorker Publizistin Amy Goodman. Die meisten Menschen in den USA wissen nicht, dass ihr Präsident zugleich Richter, Jury und Henker in einem ist. Dies ist eine ungeheure Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Denn wenn die USA sich so verhalten, dürfen es auch andere. Wer die Entwicklungen und Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts bis heute genau untersucht, erkennt dahinter ein immer wiederkehrendes Muster. Eine Weltmacht, die mit allen Mitteln versucht, ihre Vormachtstellung zu verteidigen und auszuweiten. Hierzu bedient sie sich der immer gleichen Strategie: Teile und herrsche. Diese Strategie verfolgt das Ziel der bewussten Destabilisierung eines Landes oder Kontinentes durch Entzweiung, um dadurch an die Macht zu gelangen. Jegliche Einheit, welche den Herrschenden gefährlich werden könnte, wird in ihren ersten Ansätzen zerstört, indem gezielt Zwietracht und Uneinigkeit gesät wird. Seit 100 Jahren Teile und herrsche im Nahen Osten. Noch vor dem Ende des Ersten Weltkrieges beschlossen die damaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich die Aufteilung der Nahostregion in sogenannte Interessenssphären. Dies diente den Großmächten einzig zur Absicherung ihrer geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen, wie zum Beispiel dem freien und billigen Zugriff auf in dieser Region reichlich vorhandenen Erdölressourcen. Hier spielt dieses Sykes-Picot-Abkommen eine geheime Aufteilung der gesamten Nahostregion durch Großbritannien und Frankreich eine Rolle. In diesem geheimen Sykes-Picot-Abkommen wurde am 16.05.1916 die Teilung des durch Kriege und Unruhen geschwächten Osmanischen Reiches in die heutigen Nahostländer beschlossen. Nach dem Teile-und-Herrsche-Prinzip erfolgte die Aufspaltung der gesamten Nahostregion durch völlig willkürliche Grenzziehung ohne Rücksicht auf geschichtlich, kulturell, ethnisch oder religiös gewachsenen Gegebenheiten.
Diese Entwicklung hat bis heute die gesamte Region nicht zur Ruhe kommen lassen. Durch die von der USA-Administration veranlassten Interventionen, zum Beispiel im Irak und Libyen, wurde noch erhebliches zusätzliches Chaos und Leid im Nahen Osten und in Nordafrika angerichtet. Es ist an der Zeit, dass den Völkern dieser umkämpften Region das Recht auf freie Bestimmung ihres Lebens und ein gerechter Anteil an den Reichtümern ihrer Länder wieder zurückgegeben wird, ehe sie durch Kriege und Vertreibung infolge Fremdeinwirkung noch gänzlich aufgerieben werden. 219 US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland.